Ist nicht euer Ernst. Okay. Hey Leute und willkommen zu einem Let's Survive. Und zwar Minecraft, wie ihr sehen könnt, im Hardcore-Modus. Wenn ich tot bin, bin ich tot und dann war's das mit dem Let's Play. Mal gucken, in wie viele Parts wir es hinausziehen können, ohne zu sterben. Auf jeden Fall holen wir uns als allererstes Holz. Das ist das Wichtigste von allen. Wir wollen ja nicht sterben. Wir brauchen ein Holz und bevor es Nacht... ein Holz, ein Haus... bevor es Nacht wird, sonst haben wir ein Problem. Naja, da komme ich nicht mehr ran, kein Bock. Auf jeden Fall sind da Schweinchen und die brauche ich um... Stimmt! Im Hardcore-Modus spielt man auch gleichzeitig auf Schwierigkeitsgrad schwer. Das heißt, wenn man Hunger hat, verhungert man bis zum Tode. Und das wäre die... Ich will ja nicht sagen, äußerst blödeste Art und Weise zu sterben, aber... Es wäre ziemlich blöd zu verhungern. Und jetzt hole ich mir noch mehr Holz. In der Hoffnung, dass ich wenigstens länger als 10 Folgen überlebe. Obwohl, 10 Folgen, das ist echt hardcore. Und da ihr mich kennt, ich bin der Selbstmordattentäter. Ich sterbe immer. Man sieht auch unten an den Leben, dass es hardcore ist. Diese komischen, bösen, guckenden Herzen oder was es darstellen soll, oder Adern. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Lagebericht, wir stecken ganz schön tief in der Minecraft-Welt. Und jetzt haben wir hier... Hallo? Okay. Wow. Creeper. Du bist echt einer meiner... Es ist nicht euer Ernst. Ach komm. Es ist... Oh. Okay. Erster Lagebericht. Creeper Nummer 1 hat uns schon mal ein paar Leben geraubt. Und... Ich habe gerade echt Angst, jetzt schon zu sterben. Das wäre einer der schnellsten Tode. Und ja, ich spiele ohne Texture Pack, weil Minecraft ohne Texture... Das ist einfach... Es ist einfach Minecraft. Ich hoffe, ihr findet die Lags, die ich hier habe, nicht schlimm. Kohle. Ich trau dir aber nicht Kohle. Und es wird Nacht. Scheiße. Ich glaube, die bewerfen uns hier echt mit allem, was sie haben. Nur damit wir hier jämmerlich zugrunde gehen. Genau. Ich glaube, hier werden wir unsere erste Nacht verbringen in dieser Höhle. Und zwar mit dem Kohle sammeln. Oh Gott, ich habe gerade echt Angst zu sterben. Oh mein Gott. Ich habe 3 Fleisch bei mir. Also ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Fleisch, aber die Nacht werde ich vielleicht mit diesen 3 Fleisch überleben. Auf jeden Fall eine Workbench bzw. ein Crafting Table brauche ich hier unten. Dann brauche ich genügend Stein für einen Ofen.
Und was ich noch brauche, ist am besten ein Diamantschwert. Eine Diamantrüstung. Hey, wenn ich eine Diamantrüstung bekomme, dann. Ja, dann habe ich schon mal verdammt viel Verteidigung, aber. Es ist sinnvoll, ein Stück Kohle, ja. Naja. Oh Mann. So viel Kohle. Ich weiß nicht, wenn euch das Projekt hier gefällt mit dem Minecraft Hardcore Modus, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Und desto mehr Daumen hoch ich bekomme, desto länger ziehe ich dieses Projekt durch. Und wenn ich ganz viele Daumen nach oben bekomme, ziehe ich das Projekt bis zum bitteren Ende durch. Bis ich weinend in der Ecke. Oh, meine Pickaxe ist kaputt. Bis ich weinend in der Ecke liege, wenn ich gestorben bin. Auf jeden Fall, oh mein Gott. Desto weiter ich komme, desto bitterer wird das Ende. Oh ja, ich merke schon, das Ende wird gleich wirklich bitter. Wenn ich jetzt nichts esse. Nein, das muss ich jetzt nicht essen. Und ich brauche die Kohle, die hier ist. Ich habe gerade echt Angst, dass hier irgendwo ein Creeper einfach mir nichts aus der Ecke spawnt und BAM! Spratzen unsere Körperteile hier durch die. Okay. Na gut. Nervenkitzel muss sein. Lagebericht sieht echt scheiße hier draußen aus. Verdammt. Ich will mein Leben nicht hier unten in der Höhle verbringen. Graben wir uns aber mal nach unten. In der Hoffnung, dass da unten etwas auf uns wartet. Und zwar nicht etwas Grünes, sondern etwas Diamantiges. Stimmt, solange ich hier beschäftigt bin, kann ich oben den Ofen anwerfen, der das Eisen brennt. Haben wir schon gleich eine Iron Pickaxe. Jung, da ist es. Und weiter geht's nach unten, oh Gott. Nervenkitzel extrem. Es wird dunkel. Mein Mausrad funktioniert nicht. Nein, doch, es funktioniert noch. Oh Gott. Ja, Eisen. Ja, na super. Das Eisen hat ja jetzt sonderlich gebracht. Sonderlich überhaupt gar nicht. Jetzt wagen wir es, jetzt wagen wir uns erstmal hier ein bisschen wieder raus und hoffentlich läuft der Ofen noch. Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Komm, komm, komm. Schaffst du noch so? Schaffst du noch so? Schaffst du noch so? Ja. Perfekt. Acquire Hardware. Da wir nicht ganz so blöd sind, gehen wir jetzt nicht völlig unbewaffnet daraus. Ich bin bereit.
Sag ich ja. Ja, da vorne steht die Meute des Todes, ich sehe schon. Oh Gott. Bin ich des Wahnsinns, im Hardcore-Modus draußen rumzulaufen? Ist nicht euer Ernst, okay. Dankeschön. Wenn ich hier unten fast gar nichts sehe. Ja, ich sehe schon. Nein, 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 nein. Wir lassen hier nichts unausgeleuchtet. Ich sehe dich da hinten. Ja, genau dich, mein Freund. Nein, 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 nein. Jetzt weiß ich, warum ich Skelette so hasse. Verdammt, nein, nein, Hilfe! Bleib da oben. Geh weg. Ich bin bewaffnet. Oh Gott. Ja, Enderman, ich sehe dich. Aber ich werde dich ganz bestimmt nicht angucken. Ja, Leute, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Hardcore-Modus spiele. Das heißt, ja, wenn ich sterbe, wird das wirklich ein Tod. Ein echt unschöner Tod. Auf jeden Fall habe ich hier Pilze und das gefällt mir. Wasser, du kommst jetzt nicht zufällig aus dem See raus, oder? Tatsache, egal. Es ist Tag draußen, aber dem Tag traue ich nicht. Creeper laufen auch tagsüber draußen rum. Ja, moin Enderman, ich möchte aber ungern in dein hässliches Gesicht gucken. Ich höre es hier schon um mich herum zischen, Alter. Guck nicht. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit Angst hier zu craften, ey. Im nächsten Moment macht's. Tod. Game over. Und Zombies können auch noch Türen einschlagen im Hardcore-Mode. Nein. Das heißt auf jeden Fall die Haustür aus Eisen bauen. Weil dort kommen die Zombies nicht durch, auch wenn sie wollen. Gut, dann schwimmen wir mal hier raus. Und das war's auch jetzt schon mit dieser Folge, Leute. Wenn euch der Hardcore-Modus gefällt, gebt der Folge einen Daumen hoch. Und dann wird sicher noch mehr Spaß auf euch zukommen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Nur wenn ihr nichts verpassen wollt. Wenn schon, dann lasst es einfach. Und ich freue mich natürlich wieder, wenn ihr euch in der nächsten Folge zu mir gesellt. Oh, hier hat ein Creeper geknallt. Ich glaube, hier war ich schon mal. Und ja, ich glaube, wir werden in der nächsten Folge genauso viel Spaß haben wie jetzt. Gerade eben. Winke, winke, Leute.